Herzlich willkommen hier bei Bluegrass in Basel in Liestal. Das ist schon mal kompliziert sitzen, haben genug. Es freut uns sehr, dass Sie den Weg hier gefunden haben. Das ist das Konzert, das wir hier veranstalten, das bis jetzt mit Abstand am besten besucht ist. Das ist für uns ganz ein toller Erfolg. Hier neben mir steht Rainer Zeller, so im Bummi gerade. Er steht schon mit ganz unmotiviert da vorne. Nur ganz schnell zu unserem Verein. Der Rainer wird dann eigentlich durch oben selber führen. Unseren Verein gibt es seit ziemlich genau 10 Jahren. Wir haben auf dem Platz, auf dem Sitzplatz, unseren Kalender von 2016 gesehen. Das sind auch schon die nächsten Konzerte. Wenn ihr wieder möchtet kommen, könnt ihr auch gerne jetzt oben schon reservieren. Kein Problem. Und wenn ihr ganz begeistert seid, hinten drauf hat es auch die Möglichkeit, auf einen Flyer, dass man Mitglied werden kann. Da sind wir natürlich immer froh, wenn wir ein paar Mitglieder bekommen. Speziell bedanken möchte ich mich an dieser Stelle auch bei den Sponsoren. Ohne die wäre das heute oben überhaupt nicht möglich gewesen. Ich will jetzt nicht alle ablesen, die Sponsorenlisten sind aufgehängt. Könnt ihr selber anschauen. Ganz hier oben hat auch eine Pause in der Mitte. Es geht bis genau am 8. das ganze Programm. Und das wird eine sehr abwechslungsreiche Sache sein. Wie gesagt, hier oben wird jetzt Rainer Zeller von Music Contact führen. Er hat die Jamboree auf beigestellt und er wird euch auch fachgerecht informieren. Also ich wünsche sehr viel Vergnügen mit dem Bluegrass Jamboree und dem Rainer Zeller. Danke, Paolo, und einen schönen guten Abend. Wie er schon gesagt hat, mein Name ist Rainer Zeller. Ich habe das Vergnügen, seit 7 Jahren diese Tournee zusammenzustellen, nach meinem Geschmack. Hauptsache es gefällt mir und meistens gefällt es dann dem Publikum auch, da habe ich Glück. Vor allem freue ich mich, dass wir zum vierten Mal mittlerweile in der Schweiz sind. Das erste Mal war schön, das zweite Mal war dann nicht mehr ganz so viel und beim dritten Mal war fast keiner da. Aber ihr habt die Schande wieder ausgewetzt und ein volles Haus, was Besseres kann ja nicht passieren. Wer war denn beim allerersten Mal in Basel dabei? Gibt es da jemand? Ja, ihr drei, genau wart das. Aber wir lassen uns nicht verdrießen, wir kommen natürlich gerne in die Schweiz. Das Bluegrass Jamboree führt zwar das Wort Bluegrass im Mund, im Titel, nicht im Mund, aber im Titel. Und wir versuchen aber Bluegrass ein bisschen weiter zu fassen, indem wir nicht drei Bluegrass-Bands auf die Bühne stellen, sondern mal eine alte Band, mal eine junge Band, mal Legenden, mal Newcomer und vor allem verschiedene Stilrichtungen ausloten, die man dieser Musik zuschreiben kann. Ich betrachte den Bluegrass eher als einen Kosmos, ein Umbrella, ein Schirm, unter dem man verschiedene der Wurzeln eben auch präsentieren kann. Bluegrass ist ja keine Form, die an sich schon fest ist, sondern die besteht aus Blues, aus Fiddle-Tunes, aus Kirchengesängen, Gesangstechniken. Und all das kommt so im Laufe des Abends dann auch durch. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, euch in der Schweiz vor allem natürlich jetzt wieder auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, zum Bluegrass Jamboree zu kommen. Und haben drei verschiedene Bands zusammengeholt, die eigentlich eines verbindet, und das ist das Banjo. Seid ihr alle Banjo-Fans? Ja. Doch. Immer wieder. Ich hatte immer so ein bisschen Angst, dass dann alle sagen, oh Gott, das Banjo. Und dann die Banjo-Witze aus von den hinteren Reihen nach vorne gebrüllt werden. Aber gut, freut mich sehr. Wir werden drei verschiedene Typen von Banjo, vor allem drei verschiedene Stilrichtungen vorstellen und wollen mit einer Gruppe anfangen, mit einem Duo, das gleich auch eine andere Idee des Jamboree-Programms darstellt, und zwar Legenden einerseits und auch einen Blick in die Zukunft andererseits. Und wenn ihr mal den Namen Richie Stearns im Internet googelt,
der kommt jetzt gleich mit seinem Banjo auf die Bühne. Sein Wikipedia-Profil ist so lang, also wenn ich das vorlesen würde, wäre das gesamte Moderationsbudget zeitlich heute Abend erschöpft. Schaut mal nach, er ist ein Stilist im Stil des Clawhammer Banjo. Ein Clawhammer Banjo ist eine sehr perkussive Spielart, die auch ein bisschen hören lässt, dass das Banjo aus Afrika kommt. Ist eine Trommel letztendlich mit einem Fell drauf. Und damit man die Töne variieren kann, hat man den Hals, mit dem man die Saiten verkürzt. Und er spielt wirklich diesen ganz, müsst ihr mal die rechte Hand beobachten, sehr, sehr perkussiv wie ein Trommler. Er ist sehr innovativ. Es kann also sein, dass er auch mal eine indische Skala in ein Oldtime-Stück verwandelt. Alles Mögliche kann passieren. Er hat sich zur Seite gestellt und eingeladen, eine Frau, von der er sagt, die ist auch die Zukunft. Er betrachtet sich selbst als die Vergangenheit, was natürlich Quatsch ist. Er ist immer noch total lebendig, aber er ist schon so lange dabei. Er sagt, er will unbedingt auch mit jungen, neuen Leuten arbeiten und hat Rosie Newton eingeladen. Sie spielt Geige in verschiedenen Bands, unter anderem bei The Ducks und demnächst auch mit einer Cajun Band. Sie ist sehr, sehr vielfältig, eine tolle Sängerin, tolle Geigerin. Und sie waren ganz gespannt, wie wohl der erste Applaus in der Schweiz sein wird. Sie waren noch nie hier. Ich habe gesagt, wartet mal ab, in Basel, in Liestal geht die Post ab. Hier für euch Rosie Newton und Richie Stearns. But I won't be through all.
ever say, unless there's something, something I don't know, like where do you come from? Does anybody know? 1914, 100 years ago, people asking questions nobody knows the answers to. It has a big tractor on it. For some reason, we don't really know why. We live in the country, so maybe just the inspiration of tractors being around.
And it's called If I Needed You. It's a song by Townes Van Zandt. I think the last time I was in Switzerland was 1983. Before I was born. Before you were born. Yeah, that's right. I was in Bern. I played at Mahogany Hall. Yeah! A wonderful place. A group called the Horseflies was the band. But I'm much younger than I look. I was only 2 years old when I had it. Right.
gonna do a song that that we like to sing in the States about this crazy train engineer who drove his train into the front of another train. And most Americans know the story about the good guy that was driving his train this way. The hero, right? The hero, yeah. Which was Casey Jones. He was like a hero. But the guy going the other way, nobody knows anything about because he was bad. Bad man. So this is about him. It's about Reuben. Reuben's train. I think Reuben used to drink a lot because he never got any letters from his mother. That's the story. So. Yeah, I guess so. Yeah. So, you know, so moms, mothers, write letters to your sons. Otherwise, you have no idea how bad it could be. Thank you.
one that our friend Dirk Powell wrote. He's a musician down in Louisiana. And this one's called Waterbound. Let's send this out special to our new friends, Peter and Heidi, who are here tonight. They asked us about Dirk Powell before the set. So, thank you. Happy because his girlfriend found somebody new. He's sad about it, but he doesn't know what to do about it. Like, what are you gonna do?
He tells her that she's not going to go to heaven. That's his threat. His attempt at punishment. Yeah. Probably didn't work. Thank you so much for listening to us. Thank you very much. A great night of music ahead, so have fun. Come talk to us during the break. Take care. Thank you. Thank you.
ist ein Luxusproblem. Jeder der Künstler, die hier auftritt, für 30, 40 Minuten könnte man den ganzen Abend zuhören. Aber ihr müsst ja auch vielleicht morgen was arbeiten, oder? Gute Einstellung. Nee, Sie kommen alle nochmal wieder. Wir hängen traditionsgemäß beim Bluegrass Jamboree die Zugaben hinten dran. Jamboree heißt ja auch, man kommt zusammen und hat viel Spaß. Und es ist nicht nur, dass die Künstler zu euch kommen und ihr zu den Künstlern, sondern die Künstler treffen sich auch untereinander. Die kannten sich ja vorher alle gar nicht oder höchstens vom Hörensagen. Und vom ersten Tag an war im Bus schon Stimmung. Und sie sind richtig süchtig danach, auch euch zu zeigen, was sie alles auch zusammenspielen können. Das ist ja bei der Musik ein großer Vorteil. Man muss eigentlich, nicht mal die Tonart ist unklar, es ist eigentlich nur die Frage, wer fängt an und wer hört auf. Und das kriegen die wunderbar hin und das hängen wir nachher alles hinten dran. Der Start war ein bisschen schwierig. Am Sonntag sind wir angekommen, wir nicht, aber 8 von 10 Musikern riefen an und sagen, wir hängen in Atlanta am Flughafen und haben 5 Stunden Verspätung. Panik. Wir wollten natürlich wissen, was ist da los. Man hat sich herausgestellt, das Flugzeug war überladen und konnte nicht starten. Und man hat analysiert, was ist da los. Es waren etliche Musikgruppen an Bord und unter anderem eine Heavy-Metal-Band. Und dann musste man jetzt natürlich diskutieren, was lässt man da? Eine Marshall-Box von 19 oder von 20 bei der Heavy-Metal-Band oder die 400 Weihnachtsgeschenke, die Bluegrass-Musiker für euch vorbereitet haben, die nachher auf dem Gabentisch zu erwerben sind, ihre selbstgemachten CDs. Es wurde diskutiert mit den Piloten und allem, man hat gesagt, eine Box weg, alle 400 CDs dürfen kommen. Jetzt sind noch ein paar da. Also ihr könnt nachher am CD-Stand, wir machen eine Pause nach der nächsten Band. Könnt ihr gucken, wie diese CDs aussehen, die es mit Mühe auch in die Schweiz geschafft haben. Ist ja auch immer nicht ganz einfach, aus der EU auszureisen und dann zu hoffen, dass man nicht die CDs alle versteuern muss. Und das war ein sehr aufwendiges Verfahren, aber wir sind gut durchgekommen. Und die Künstler freuen sich, mit ihren selbstproduzierten CDs auch drüber zu sprechen, was sie da machen. Und ja, es ist, denke ich, auch viel interessanter, eine CD in der Hand zu haben, mit dem Autogramm, vielleicht von einem Grammy-Star von morgen beim Jamboree. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, waren Delamay, waren Steep Canyon Rangers, spätere Stars der Bluegrass-Musik dabei. Greift rechtzeitig zu. Wer weiß, ob sie nochmal alle wiederkommen, wenn sie mal Superstars sind, dann müssen wir, glaube ich, ein bisschen aufrüsten hier von der Größe. Und es gibt auch eine Mailinglist, falls ihr euch für solche Art von Konzerten von uns oder natürlich auch vom Bluegrass in Basel interessiert, tragt euch ein, dann verpasst ihr nie wieder das Bluegrass Jamboree und die anderen guten Veranstaltungen, die Paolo und seine Freunde hier veranstalten. Bei der nächsten Gruppe gehen wir nach Nashville. Das ist eigentlich nicht Bluegrass-Gebiet, das ist eher Country-Musik. Und in letzter Zeit, für meinen Geschmack, die Country-Musik etwas glatt geworden, etwas kommerzialisiert, aber es gibt ein kleines, sozusagen gallisches Dorf in der Gegend, das ist die andere Seite vom Fluss, das ist in East Nashville, über die Brücke. Und dort wohnen so die etwas böseren Buben, die etwas böseren Bands, die sich anders anziehen, die gepierst sind, die mit Tattoos auf die Bühne gehen, mit kaputten Gitarren, mit weiß der Teufel was, die nie für eine Country-Musik-Karriere sich qualifizieren. Und die haben wir geholt, weil genau das brauchen wir bei Bluegrass Jamboree. Und Toby Keith können wir nicht bezahlen, wollen wir auch gar nicht. Die drei Jungs spielen ein Stil, der alles zusammenfasst, was man im Süden dort spielt. Blues, Swing, bisschen Jazz, bisschen Country, einer kann sogar tanzen. Ja, das müsst ihr mal nachmachen. Jedenfalls hole ich sie mal einzeln hervor, da gibt es zu jedem wirklich was zu sagen. Allein schon die Gitarre vom ersten Musiker ist mit 3 Löchern überhaupt nicht pressefotokompatibel. Erstmal total runtergeschrubbt, ein Riesenloch reingespielt und noch ein zweites, drittes Loch, wo man gar nicht weiß. Wer hat mir gesagt, er spielt auf Straßenmusik? Da kommen dann welche vorbei und schmeißen oben die Dollarscheine rein. Mr. Jared Green on Guitar. Dann haben wir einen, der sieht aus, als wäre er früher bei ZZ Top gewesen. auch er würde keinen Schallplattenvertrag kriegen und genau deswegen haben wir ihn geholt. Wir freuen uns wahnsinnig auf ihn. Lustiger Kerl, langer Bart, lange Haare, so muss das sein. Mr. Frank Riesche. Und auch bei der Band gibt es einen,
der Banjo spielt. Das war ja das Versprechen, der rote Faden. Was er macht, wie er Banjo spielt, führte sofort, als er angefangen hat, bis zum Auftrittsverbot in den gesamten Südstaaten. Das heißt, den mussten wir in die Schweiz bringen, sonst hätte er überhaupt keine Auftrittsmöglichkeiten. Er spielt das Banjo nämlich mit einem Bottleneck. Wer sich ein bisschen auskennt, Blues-Gitarre, und zeigt damit auch ein Element der Bluegrass-Musik, das ganz wichtig ist, nämlich den Blues. Aber das mischen die mit allen möglichen Dingen, und er ist so ein großartiger Geiger, ein großartiger Sänger. Aber allein sein Banjo-Spiel ist das Geld wert. Mr. Earcraft, und zusammen sind sie die Howlin Brothers aus Nashville. We're honored to be here on this tour. This is our first time in Switzerland, and thanks for filling the house. We appreciate you all coming out to the show. We never know what Reiner's really saying about us. We're guessing it's funny stuff. Oh yeah, well, we're going to start off with a Howlin Brothers song. If you're feeling it, feel free to clap along or sing along with Frank and me here. It's called Pour It Down. Favorites. Jared over there is going to sing Bound to Ride right here for you. Yeah, I'm coming down from Tennessee, I'm riding on the blinds. I'm riding down, I couldn't
Song. We hope you like this one. It's on the CD we brought with us. Ian sings it real good. Well, you got a little story about it. What's it about? Oh, you know, I met a beautiful lady, and I thought that we were going to get married and all, and we planned some wedding plans, and then I wrote this song here. The song is titled, I Was Wrong. Yeah!
He's going to put it down for a minute because he's one of my favorite guitar players in Nashville as well. One of my favorite musicians. And make welcome from Nashville, Tennessee. This is Frank Richie, everybody. Yeah. I'm sure I'm glad to be out here with the Howlin brothers. Worked up a little while ago. Say, Ocean of Diamonds? Yeah, maybe one of the best bluegrass songs ever, Jimmy Martin. Yeah. You blue.
very much. All right. We got some good fiddle tunes picked out for you. Been liking doing a little bit of dancing to start the fiddle set. If you feel like clapping along or getting up out of your seat, you're welcome to come try to find some room and dance. I'll show you my dance style here. This is a patented Jaybird green style flat foot dance. Oh,
Downstairs, it's called Trouble. It's about heartaches, and this is one of them right here. It's called The World Spinning Round. I hope to grab you right by the heart, make you cry just a little bit on this one. Ooh.
Thank you.
Willkommen zurück. Hat es euch gefallen? Soweit. Die Musiker sind ein bisschen überrascht, weil wir sind vor der Zeit. Also, ich habe gesagt, vielleicht ist das, die Uhr spielt eine große Rolle in der Schweiz. Wir haben auf der Fahrt hierher darüber geredet, dass ja diese tollen Schweizer Uhren haben ja einen Ruf, guten Ruf überall. Und deswegen ging es auch um die Genauigkeit der Zeit. Aber sie sind jetzt alle da. I told you, you be on time in Switzerland. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, bin ich schon mal sehr zufrieden, weil ihr kommt ja zu Bluegrass in Basel und zum Bluegrass Jamboree und wir hatten noch gar keine Bluegrass-Band auf der Bühne. Das ist natürlich auch eine Absicht, weil ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dreimal Bluegrass am Abend wäre ein bisschen viel. Aber das, was jetzt kommt, ist eine gute Dosis moderner Bluegrass. Gibt es denn Leute, die noch nie bei einem Bluegrass-Konzert waren? Tatsächlich. Aber das ist ja sehr spannend. Normalerweise muss ich jetzt die ganze Geschichte von Bill Monroe erzählen und der Musik aus den Südstaaten und den Fiddle-Tunes und den Blues im Südosten. Und Bluegrass ist ja eine Musik, die seit vielen Generationen existiert und es gibt für jede Zeit eine bestimmte Generation, die Musik vorangetrieben hat. Mal zurückblickend, dann mal nach vorne. Und jetzt ist gerade wieder eine Generation am Start. Wir hatten ja Delamay, wir hatten die Steep Canyon Rangers. Moderne Bands, die den Körper einer Bluegrass-Band nehmen und damit irgendwas Neues machen. Anständig, unanständig. Es gibt sogar Bands, die heißen Gangster Grass. Kann ich das vorstellen? Ja, gibt's, die rappen. Also warum nicht? Bill Monroe würde sich im Grab umdrehen. Macht nichts. Aber es sind junge Leute da, die diesen Sound der Instrumente nehmen und damit eine neue Musik kreieren. Und diesmal, die hatte ich schon eine Weile im Auge, habe sie dann letztes Jahr in Raleigh auf der Hauptversammlung der Bluegrass-Szene gesehen. Sie kommen aus Colorado und ihr wisst ja, in Colorado ist Bluegrass legal. Nice, schwacher Witz. They know the joke now. Es ist aber auch so, es ist nicht nur legal, sondern es ist ein liberaler Staat und man geht dort mit der Bluegrass-Polizei. Die kommt gar nicht, wenn man Bluegrass spielt. Das ist wie vorhin auch bei ihren, hat die Band im Süden eigentlich Auftrittsverbot. Sie versuchen immer wieder auf die Festivals zu kommen, aber sie spielen nicht wie Earl Scruggs und sie singen nicht wie Lester Flatt. Es gibt auch moderne Festivals, wo sie mittlerweile gut gebucht sind. Und ich denke, sie werden eine der Gruppen sein, wo man froh sein kann, dass sie bei uns waren, wenn sie den nächsten Grammy gewinnen oder irgendwie sonst Karriere machen. Sie kommen aus Colorado, ich habe schon gesagt, sie mischen in ihrer Musik Bluegrass, Swing, ja, ein bisschen Swing, ein bisschen Pop. It's everything is in there. You rap, right? Yes. Ja, sie arbeiten an einer Hip-Hop-Platte. Yeah, I know. Das seht ihr. Auch interessant noch vielleicht zu sagen, es sind drei Frauen und zwei Männer. Das ist ein sehr ziemliches Ungleichgewicht. Ja, die Frauen dürfen auch radieren. Das ist schön, weil es doch eine Musik, die gerne als Männermusik gilt, in diesem Fall gar nicht und bei den modernen Bands auch ganz anders konzipiert. Drei starke Frauen, sie können toll spielen, haben noch zwei musikalische Wasserträger dabei. Aber die sind sehr gut. Und ihr hört jetzt die dritte Version des Banjos und auch wieder nicht wie Earl Scruggs, sondern er hat einen eigenen Stil entwickelt. Er sagte, das klingt wie so ein plätschernder Bach. Ne? Also wie soll man Musik mit Worten beschreiben? Hört es euch einfach an. Hier sind die Railsplitters aus Colorado. Das Essen ist gut.
Well, thank you so much to Ryder for having us on this tour. We've just been having such a great time in Germany. All of the audiences are very enthusiastic, which is great. We're gonna start out the set with a traditional tune. I'm gonna play a whole lot of original music for you tonight, but we figured we'd start out with the roots. We're gonna have Dusty Ryder on the 5-string banjo sing you this song. This one's from Jim and Jesse McReynolds. It's called Sweet Little Miss Blue Eyes. Thank you.
to be here tonight and to be on this tour. Let's hear it one more time for the two incredible bands that opened the show, Richie and Rosie and the Howlin brothers. They are just fantastic. We're gonna do a brand new song for you guys. It's so brand new, it hasn't made it onto an album yet. Hopefully it will be on the next one, which might be an EP next year. This one is an original song by Miss Lauren Stovall, who's playing guitar for you tonight. This one's called Lessons I've Learned. Grass land, I'm sure Reiner explained that in the beginning.
I couldn't understand what he was saying, but I have a feeling that was probably included somewhere in there. But I really like this whole popgrass thing that we've been doing. It's been a really fun genre for us to explore. And actually, this next song that we're going to do is our first popgrass song we ever wrote. This is written by the boys, Peter and Dusty, and it is on our first record, and it's called My World. Thank you.
section on that last song. Miss Christine King's playing the fiddle for you tonight. The big fiddle, the double bass. Thank you, Leslie. We actually just learned how to pronounce Leslie's name properly. Leslie Ziegler. Yeah. Kind of. Yeah. A for effort. A for effort. And it was just like we were supposed to be here or something, because right when we crossed the border, there it was on our right. I'm not sure what it was, but it said in very big print, Ziegler, twice. Ziegler. It was like, oh, we are supposed to be here. We're gonna find our long lost relatives while we're here. Maybe they're hiding in the Black Forest, or maybe on this side of the line. I don't know. We're gonna play another one off our new record. This is one that Pete wrote. We like to call it our Samba Grass number. It's got a little bit of a Latin flair. So we're bringing all the corners of the world to you tonight. Or at least two. Two corners. This is called Goose Town. Oh,
usually at our shows back in the States, we have a bunch of dancers. And I realize there's not really any room to dance in here. But this next song is always a challenge to the dancers, to see if you can handle it. This is an original song by Mr. Dusty Rider here on the banjo. It's on that brand new CD that we've been talking so much about. We have some of those available at the CD table outside. We hope you'll come say hello to us after the show. This one's called Planted on the Ground. Thank you.
send out to the dancers. It's a nice little sad love song that Dusty wrote a couple of years ago on an airplane. He was on his way back from Alaska to Colorado. He used to live in Alaska, where he was a brakeman for a train. He drove the ambulances and did other things on the ambulances. He's done all sorts of stuff, but he used to live out in Alaska. And every once in a while he'll go out there, and sometimes he gets to take us with him, so that's very cool. But on his way back one time for this one particular trip, it happens to be my favorite because he came back with a beautiful song. He wrote it on the back of his plane ticket. And we thought, well, I guess we'll call this one boarding pass, even though it's got nothing to do with flying or airplanes or tickets. Seemed creative, though, right? It also sounds really good when it's in tune. When all the notes match up, you know? We like that, too. We tune because we care, and because you care. It's fun. I've always wanted to be in a traveling festival. We're a traveling show. It's pretty cool. It's like we're in the circus. We're at Reiner's Circus. But we want to say a big thank you to Reiner and Ela for having us out here on this tour, for bringing us out here to Europe. This is just the coolest thing. This is my second time to Europe, and it's not going to be my last. We all love it out here. And we want to say a big thank you also to Werner back there, making us sound as good as we can every night. But I'm going to try. I'll say it the way I would say it if we were at home. The Kulturhotel Guggenheim.
Is that close? I know it must sound very different, but that's how we would say it if we were in Mississippi. We would say, the Kulturhotel Guggenheim. We want to say thank you for having us here tonight. We've just had such a blast. That's how they would say it in Mississippi, where I was from a long time ago. But I wrote this last song that we're going to do for you about that place that I never want to go back to, because they talk like this. This one's called Jacksontown. Thank you guys so much for listening to us tonight. We really appreciate it. Miles with Jesus by my side, but I see my mama and daddy too.
so enthusiastic. We've had the most amazing audiences on this tour, and we are so grateful for that. Because, you know, it might not... I'm just going to do it for you. You're out. You lose. I win. I get a bonus. I get a raise. I get a free drink. Who doesn't love this guy? We've had such a good time with them. They've been treating us so well on this trip. So I guess I'm going to let him talk. But we do really appreciate you guys coming out. This is way too much fun. She's a professional. Das Nette ist natürlich, wenn einer ausfällt, ist immer ein anderer da. Also jeder ist ersetzbar. Ich war irgendwie, habe ich mich verlaufen. Da unten stand ein Schlagzeug. Dachte ich irgendwie jetzt, ich war so inspiriert. Egal. Wir werden sie gleich nochmal alle holen, aber es war eine schöne Veranstaltung. Uns hat es total gefallen. Ich wollte mich noch bedanken im Namen aller. Natürlich bei der Bluegrass in Basel Organisation, Paolo und alle Helfer und Helferinnen, die da engagiert und aktiviert wurden. Könnt froh sein, dass es so solche Aktivitäten gibt in dieser Stadt. Vielleicht ein extra Applaus für Bluegrass in Basel. Und es gibt einen Mann, die im Dunkeln sieht man nicht. Kennt ihr doch, ne? Das Lied. Es gibt einen, der sitzt im Dunkeln, aber ohne den würdet ihr nichts hören. Das ist der Mann, der wirklich weiß, wie Bluegrass klingen muss. Unser Soundmann, Werner Schütte. Damit holen wir uns, glaube ich, alle noch mal schnell zurück, damit ihr noch eine schöne Party erlebt. Großer Applaus zuerst mal für Richie und Rosie.
Now we're going to call on Mr. Frank here to sing you a simple question. Tell me why you've been gone so long. Oh. Hey, baby. Hey, one, three. Bye.
And if you feel like dancing, or clapping along, or hooting and hollering, please do. More than welcome. Thank you.
we appreciate you coming out. This has been a wonderful night, the Bluegrass Jamboree. We're so lucky to be on tour with these two other great bands. We're so happy. We'd love to sing one last song, if you please sing it with us. Do you know the song Irene Goodnight? Yeah. Great song. If you don't know it, I'm going to sing it once. We'll all sing it together here, and then the band will come in and we'll sing one out. But sing it with me here. Oh, right about there. Irene, good night. Beautiful. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dreams.
Thank you.